Es ist 19:30, hier ist die Zeit im Bild. Meine Damen und Herren, guten Abend. Putin setzt beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg auf neue Freunde. Was bringen die kriegsbedingt veränderten Kontakte dem Land? Wir schalten live nach St. Petersburg. Das Schlepperunwesen ist ein Millionengeschäft. Aber warum werden meist nur die kleinen Kriminellen geschnappt? In der Schweiz ist ein ganzer Berg in Bewegung. Welches Glück hatte das Dorf am Ende der Gesteinslawine? Überwiegend sonnig und wärmer ist das Wetter morgen. In St. Petersburg findet jetzt das jährliche Wirtschaftsforum statt. Allerdings ganz anders als früher. Gehörten einst europäische Staats- und Regierungschefs dazu, steht die Veranstaltung bereits zum zweiten Mal ganz im Zeichen des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Wenig überraschend sind deshalb kaum Gäste aus dem Westen nach St. Petersburg gereist. Ausnahmen gibt es aber unter anderem auch aus Österreich. Wenngleich aus den meisten Autos neue Verbündete Putins ausstiegen. Die Dichte an schwarzen Luxuskarossen ist in St. Petersburg in diesen Tagen ähnlich hoch wie in vergangenen Jahren. Die ausländischen Gäste kommen in diesem Jahr fast ausschließlich aus Ländern, die Russland nach wie vor politisch nahestehen. Unter den wenigen europäischen Gästen findet sich unter anderem die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneißl. Sie nimmt beim Wirtschaftsforum an mehreren Diskussionsrunden teil und sieht nicht Russland, sondern Europa in einer tiefen Krise. Es gibt in Deutschland und Österreich einen wachsenden Teil der Bevölkerung, der nicht mehr zufrieden ist, wenn es um grundlegende Erziehung geht oder darum, wie gewisse Minderheiten das tägliche Leben bestimmen. Mehr Menschen werden deshalb nach Russland auswandern wollen. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS überlegt Kneißl selbst einen Umzug nach Russland. Der wichtigste Tagesordnungspunkt des heutigen Programms ist die Rede des russischen Präsidenten. Er betont die positive wirtschaftliche Entwicklung Russlands und listet fast eine Stunde lang Wirtschaftsdaten auf. Dann widmet er sich der Ukraine und vor allem dem Präsidenten Volodymyr Zelensky, der jüdische Wurzeln hat. Ich habe auch Freunde, die Juden sind, und die sagen mir, Zelensky ist kein Jude, er ist eine Schande für das gesamte jüdische Volk. Es ist ein weiterer bizarrer Versuch des russischen Präsidenten, Zelensky als angeblichen Neonazi zu verunglimpfen. Putin beschimpft da den ukrainischen Präsidenten öffentlich in Bezug auf dessen jüdische Herkunft. Paul Krieser in St. Petersburg. Was will er damit bezwecken? Ja, das muss man als antisemitische Aussage bewerten. Dahinter steckt ja das Narrativ Putins, das wir bereits kennen, nämlich, dass es sich beim Kampf gegen die Ukraine um einen Kampf gegen angebliche Neonazis handelt. So will er den Angriff rechtfertigen gegenüber seiner eigenen Bevölkerung. Da passt allerdings nicht ins Bild, dass Präsident Volodymyr Zelensky jüdischer Herkunft ist. Dadurch erklärt sich auch diese Aussage, die wir gerade gehört haben. Und wie wir auch im Beitrag gesehen haben, dann kommt dieses Narrativ, zumindest beim Establishment und auch bei einem gewissen Teil der Bevölkerung, durchaus an. Und eine weitere Aussage Putins, die heute für Aufsehen sorgt, war, dass Russland, wie angekündigt, jetzt die ersten Atomsprengköpfe im Nachbarland Belarus stationiert hat. Wie ist denn das einzuordnen? So ist es. Die ersten Sprengköpfe wurden jetzt bereits geliefert nach Belarus. Das hat Putin heute bekannt gegeben. Er hat dazu gesagt, dass die Atomsprengköpfe weiterhin unter russischer Kontrolle bleiben, auch wenn sie sich in Belarus befinden. Und dass er derzeit keinen Grund sehe für den Einsatz von Atomwaffen. Es sei denn, sagt Putin, wenn es um eine Gefährdung für die Existenz des russischen Staates gehe. Diese Drohung ist nicht neu. Die hören wir schon so seit mehr als einem Jahr. Was die Stationierung betrifft, so ist das natürlich jetzt schon insgesamt eine Neuheit. Es ist die Umsetzung einer monatelangen Ankündigung und es zeigt, dass Russland und Belarus militärisch noch enger zusammenrücken. Danke, Paul Krieser, für diese Informationen live aus St. Petersburg. Ein wirtschaftlicher Aspekt
des Krieges sind auch die Sanktionen, wonach russische Banken in Europa keine Geschäfte mehr machen können. Daher musste die in Wien ansässige russische Sberbank verkauft werden. Lange ist spekuliert worden, wer sie kaufen könnte. Seit heute ist klar, der Unternehmer Stefan Zöchling kommt ganz überraschend zum Zug. Er ist Miteigentümer des Auspuffherstellers Remus. Und er soll gute Kontakte nach Moskau haben, wo er vorübergehend auch in der Autoindustrie tätig war. 240 Millionen Euro soll er laut Standard für die Sberbank Reste gezahlt haben. Also für das, was von der Bank übrig geblieben ist, nachdem sie sich aus dem Bankgeschäft zurückziehen hat müssen. Bestätigt wird der Kaufpreis allerdings nicht. Alles Folgen des Krieges, für jedermann spürbar, vor allem die Inflation, sie geht nun langsam zurück, aber liegt noch immer bei 9%. Und auch der Abstand zur Eurozone bleibt groß. Warum das so ist, darüber sind sich Wirtschaftsexperten uneinig. Wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, die Preise aber steigen, dann sind nicht nur die Wirtschaftsforscher beunruhigt. Die gute Nachricht, die heimische Wirtschaft wird laut Nationalbank bis Jahresende wieder an Fahrt gewinnen. Die schlechte Nachricht, die Preise bleiben hoch. Auffallend hoch, wenn man sie mit der Eurozone vergleicht. Ein Grund dafür sei laut WIFO, dass die Energiepreise in Österreich langsamer sinken. Ein zweiter Faktor ist der Tourismus, der wieder sehr stark ist und der aufgrund der erhöhten Nachfrage auch preistreibend wirkt. Und dann spielt auch noch eine Rolle die Fiskalpolitik, also die sehr großzügigen Förderungen der öffentlichen Hand. Aber auch hohe Lohnabschlüsse können die Inflation anheizen, sagt der Nationalbankgouverneur. Wenn wir wieder auf das europäische Niveau zurückkehren wollen, wird es notwendig sein, auf dieser Seite Maßnahmen zu setzen. Aber ich bin überzeugt, die Sozialpartner wissen, was sie zu tun haben. Anders sieht man das am WIFO. Man kann aus heutiger Sicht nicht sagen, dass die Lohnabschlüsse zusätzlich inflationstreibend wirken. Die klassische Therapie gegen die Teuerung sind Zinserhöhungen. Die EZB hat das gestern einmal mehr getan. Und in einem Punkt sind sich heute alle einig. Es wird noch dauern, bis die Teuerung wieder dort ist, wo man sie haben will, nämlich bei 2%. Und in der ZIP 2 ist dazu der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann. Wir haben ihn eben gesehen, live zu Gast bei Martin Thür. Innenpolitisch bleibt die Teuerung auch eines der bestimmenden Themen und dem widmen sich gerade viele Parteien. Nicht zuletzt in Zwischenwahlkämpfen, die den Sommer über stattfinden. ÖVP und SPÖ haben bereits Kampagnen bzw. Touren durch Österreich angekündigt. Die Grünen beginnen jetzt ebenso damit. Unser Reporter Maximilian Biegler war dabei und hat sich umgehört, wie man in der Partei selbst die Regierungsbeteiligung beurteilt. Ein bisschen wirkt es wie Wahlkampf, die Dialogtour von Werner Kogler. Sich auszutauschen sei das Ziel, das habe man schon lange versprochen, jetzt sei es wieder möglich. Was ein Wahlkampf ist, weiß man oft erst im Nachhinein. Wir gehen mal davon aus, dass wir jedenfalls bis Herbst 2024 regieren, demgemäß dort die Wahlen sind. Also sind wir noch in einer guten Zwischenphase, aber auch da schadet es nicht. Immer wieder wird ja über vorgezogene Neuwahlen spekuliert. Wie sieht man hier die grüne Regierungsbeteiligung? Sehr kritisch, leider Gottes, weil die ÖVP seit ungefähr einem halben Jahr ziemlich alles blockiert. Ich finde, sie schlagen sich außergewöhnlich gut. Was die Gehwessel alles weitergebracht hat, man braucht sich die Bilanz nur anzuschauen. Die Erwartungen, die wir hatten, die haben sich nicht erfüllt. Natürlich könnte immer mehr gehen, aber mit dem Regierungspartner geht halt nur so viel. Auf der Bühne wird Kogler dann nicht müde zu betonen, was alles gelungen sei. Dass die letzten drei Jahre trotz Pandemie, trotz Krieg und Auswirkungen im Klimaschutz so viel weitergegangen ist wie 30 Jahre davor nicht. Kommende Woche hält Werner Kogler mit seiner Dialogtour in Linz und nach dem Sommer geht es dann weiter. Dem Vorwurf, mehr denn je Wahlkampf zu betreiben, treten die Regierungsparteien mit einem neuen Vorhaben entgegen. Tarek. Demnach sollen Väter stärker in die Kinderbetreuung eingebunden werden. Das ist in den letzten Jahren bei der Väterkarenz nicht gelungen. Im Jahr 2021 hat es nur knapp 3.600 Männer gegeben, die Kinderbetreuungsgeld in Anspruch genommen haben. Ein verschwindend geringer Anteil im Vergleich zu den mehr als 100.000 Frauen, die das getan haben. Und der Anteil der Männer ist in den letzten Jahren, wie man sieht, sogar zurückgegangen von 4,7% im Jahr 2009 auf 3,4% im Jahr 2021. Jetzt sollen in Österreich neue Regeln für die Elternkarenz und den Papamonat gelten.
Immer noch ein Bild mit Seltenheitswert, Väter in Karenz. Die Regierung will das ändern. Anspruch auf die volle Elternkarenz von 24 Monaten gibt es nur noch, wenn auch die Väter zumindest 2 Monate in Karenz gehen. Geht nur die Mutter, sind es 22 Monate. Alleinerziehende sind ausgenommen. An der Höhe des Kinderbetreuungsgeldes ändert sich nichts. Wir hoffen, und das ist das Ziel der Richtlinie, dass damit die Väterkarenz auch häufiger in Anspruch genommen wird und damit es eine partnerschaftlichere Aufteilung der Betreuung gibt. Für die Gewerkschaft die falsche Maßnahme, um die Väterbeteiligung zu erhöhen. Also wir sind wirklich entsetzt, weil man einfach den Frauen jetzt 2 Monate Karenz wegnimmt. Um die Väterbeteiligung zu erhöhen, da hätte man ganz andere Maßnahmen setzen können. Hier würden finanzielle Anreize für beide Elternteile mehr bringen. Das versucht die Regierung beim Papamonat direkt nach der Geburt. Mit knapp 1.500 Euro gibt es für Väter künftig doppelt so viel wie derzeit. Vielfach haben Familien mit niedrigen Einkommen das nicht in Anspruch genommen, weil es schlicht und ergreifend nicht leistbar war für die Familien. Der Papamonat soll aber nicht sein, dass sich nur gut betuchte Familien leisten können. Alle Väter sollen sich gleichberechtigt an der Kindererziehung beteiligen. Denn derzeit nimmt nur jeder 10. Vater einen Papamonat. In Kraft treten sollen die Neuerungen im Herbst. Nach dem Untergang eines Flüchtlingsboots vor der Küste Griechenlands mit hunderten Menschen an Bord sind jetzt 9 Männer aus Ägypten verhaftet worden. Sie sollen Teil der Schlepperbande sein, die die tödliche Überfahrt organisiert hat. Die Suchaktion nach Überlebenden läuft weiter. Die Zahl der Opfer wird mittlerweile auf 500 geschätzt. 9 Männer werden im Schutz der Dunkelheit abgeführt. Ägyptische Schlepper von den Behörden als Schuldige für die Katastrophe präsentiert. Verantwortlich für diese Bilder von bis zu 700 Menschen zusammengepfercht auf einem rostigen Fischkutter. Und doch sind es nur kleine Fische, an die großen kommen die Behörden nicht heran. Man müsse deshalb viel früher ansetzen, sagt der Experte. Was wir bräuchten, wäre eine aktive Politik, ganz aktiv Seenotrettung, so schnell es geht, solche Boote sofort zu stoppen, aber auch Rückführungen in sichere Staaten, damit Menschen nicht verführt werden, in diese Boote zu steigen. Ohne dem sind Menschen gezwungen durch Krieg und Armut, ihr Vermögen, ihr gesamtes Leben in die Hände der Schmuggler zu legen. Den Flüchtlingen oder Asylsuchenden wird gesagt, wenn sie mehr Geld bezahlen, dann bekommen sie ein sicheres Boot. Sie wissen dann selbst oft nicht, ob sie dem Glauben schenken können, aber sie sind ohne Alternative. Und in jedem Fall enden sie dann auf einem Boot, das viel zu überfüllt ist. Nicht alle sehen die Schuld bei den Schleppern. Verantwortlich sei ein europäisches Asylsystem der Mauernzäune und Abschreckung, heißt es heute auf den Straßen Athens. Verantwortlich für diese Tragödie und alle, die noch kommen werden. Und doch gibt es sie, kleine Momente, die Hoffnung machen. Ein Syrer erkennt seinen Bruder unter den Überlebenden. Zumindest für die beiden hat die Katastrophe ein Ende gefunden. So wie bei uns vor wenigen Tagen ist jetzt auch in der Schweiz ein ganzer Bergrücken abgebrochen. Dabei sind 2 Millionen Kubikmeter Gestein ins Tal gedonnert. Dort allerdings war ein Dorf in Gefahr, das daher vor Wochen bereits evakuiert wurde. Ein Geologenteam hat die Rutschung heute Vormittag in Augenschein genommen. Es sieht gut aus, die Geröllinsel ist zu 2 Dritteln abgerutscht. Eine Zufahrtsstraße ist zwar meterhoch verschüttet worden, doch der Schutzstrom hat das Dorf knapp verfehlt. Das ist eigentlich die optimale Variante, besser hätte es nicht gehen können. Wir hoffen, dass das so bleibt, dass das Dorf unbeschädigt bleibt, sodass in irgendeiner Zukunft die Leute dann wieder zurück können. Große Erleichterung bei den Betroffenen. Heute Nacht sind viele vom lauten Rumpeln der lockeren Gesteinsmassen geweckt worden. Doch sie konnten sich erst bei Tageslicht selbst ein Bild machen. Ich bin erleichtert, dass endlich was passiert ist nach 5 Wochen. Also ich hoffe, wir können bald wieder in unser gewohntes Leben zurück. Aber jetzt habe ich schon noch Geduld, weil man darf nichts überstürzen. Die Sicherheit geht vor. Wann die Brienzerinnen und Brienzer wieder zurück in ihr Dorf dürfen, ist noch unklar. Das Schlimmste dürfte überstanden sein. Allerdings rutscht das Dorf gemeinsam mit dem gesamten Hang 1 Meter pro Jahr talwärts und diese Rutschung muss dringend ebenfalls gestoppt werden. Wessen Leben durch Inszenierung bestimmt war, der kann auch damit rechnen, dass der Abschied von der Welt keine schlichte Zeremonie wird. Wie Peter Simonischek heute im und um das Burgtheater betrauert wurde, gleich Thema nach den Meldungen.
Papst Franziskus hat das Krankenhaus verlassen. 9 Tage nach einer Bauchoperation. Es gehe ihm besser. Er werde nun ein stärkerer Papst sein als vor der OP, so sein Arzt. Franziskus selbst gibt sich humorvoll. Er lebe noch, so der Papst vor Journalisten. Der Rechnungshof kritisiert das Vorgehen der Regierung beim Kauf von Corona-Impfstoffen während der Pandemie. So habe man zuerst zu wenige, später zu viele Impfdosen bestellt. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es dazu, man habe die Impfstoffbeschaffung bereits im vergangenen Jahr neu aufgestellt. Die frühere SPÖ-Staatssekretärin Beatrix Eipeltauer ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Ex-Bundeskanzler Bruno Kreisky holte Eipeltauer 1979 ins Ministerium für Bauten und Technik. 8 Jahre lang, bis 1987, übte sie diese Funktion aus. In Linz etabliert sich ein neues Musikevent, das Lido Sounds Festival, mitten in der Stadt. Und das heißt 3 Tage Musik auf 2 Bühnen mit mehr als 30 Musikacts. Bands wie Wanda oder Florence and the Machine sollen insgesamt 65.000 Besucher ans Donauufer bringen. Musik liegt in der Luft, denn das neue Lido Sounds Festival macht Linz an diesem Wochenende zum Konzertmecker des Landes. Ja, wir haben lange überlegt, wohin. Linz und Umgebung, zweitgrößter Ballungsraum in Österreich. Der Platz ist optimal. Das Line-up der Erstausgabe des 3-tägigen Festivals spricht für sich. Mit Headlinern wie etwa Die Toten Hosen oder Rising Stars wie Arlo Parks holen die Veranstalter internationale Stars ans Donauufer. Es ist mein erstes Mal in Österreich. Ich bin erst vor ein paar Stunden angekommen und begeistert von dem diversen Line-up. Ich bin froh, hier zu sein. Am Nachmittag wurde das Festival aufgrund von Schlechtwetter bereits unterbrochen. Das Programm konnte aber rasch wieder aufgenommen werden. Dank Asphalt gibt's hier auch keinen Gatsch. Die britische Indie-Rockband Florence and the Machine bringt den ersten Tag zum Abschluss. Morgen geht's dann mit großen Namen und lokalen Acts wie Wanda in die nächste Runde. Großbritannien bereitet sich schon wieder auf ein royales Großereignis vor. Es ist die Geburtstagsparade Trooping the Colour. Erstmals findet sie für König Charles III. Statt. Seine Krönung hat erst vor einem Monat die Stadt in Atem gehalten. So groß fällt das jetzt natürlich nicht aus, aber es ist dennoch ein Riesentamtam. Temperaturen um die 30 Grad in London. Das Publikum schwitzt. Es ist zu heiß, um irgendetwas zu machen, sagt dieser Zuschauer. Für diesen Soldaten der Band kommt die erste große Hitzewelle im Jahr zum denkbar falschen Zeitpunkt. Doch nach einem kurzen Schwächeanfall spielt er pflichtbewusst weiter. 3 seiner Kollegen werden hingegen abtransportiert. Mehr als 1400 Soldaten, hunderte Musiker und Pferde bilden die Parade. Prinz William überwacht die letzten Proben reitend. Durch die riesige Fellmütze ist er aber nur schwer erkennbar. War das William? Wir haben ihn verpasst. Morgen wird auch König Charles auf dem Rücken eines Pferdes als Oberbefehlshaber an der königlichen Garde teilnehmen. Ein Highlight, denn die Queen ist seit vielen Jahren in der Kutsche gefahren. Ich hoffe, dass er eine lange Regentschaft hat. Die Briten haben so eine Leidenschaft für ihr Land. Es macht mich stolz, Brite zu sein. Deshalb zieht sie auch nach Großbritannien. Höhepunkt wird morgen dann, wie immer, die Balkonszene, wenn sich die Königsfamilie gemeinsam die Flugshow ansieht. Und bei uns in ORF 2 sind Sie dann live dabei. Susanne Höckerl begrüßt Sie ab 9.55 Uhr. Zeremonien spektakulärer Art können auch wir hier in Wien bieten, wenn auch zu viel traurigeren Anlässen beim Abschied nehmen. Im Wiener Burgtheater ist heute Peter Simonischek feierlich verabschiedet worden. Der Schauspieler ist, wie berichtet, Ende Mai im Alter von 76 Jahren verstorben. Zahlreiche Mitglieder des Burgtheater-Ensembles, Freunde und Verwandte versammelten sich auf der Feststiege des Burgtheaters. Bereits vor der offiziellen Trauerfeier hatte das Publikum die Möglichkeit, Simonischek die letzte Ehre zu erweisen. Dann würdigte Burgtheaterdirektor Martin Kuschei Simonischek in seiner Rede als einen der ganz großen Schauspieler dieses Landes. Ein unvergesslicher Publikumsliebling auf der Bühne und im Fernsehen. Wir beide wünschen Ihnen noch einen angenehmen Freitagabend. Und ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.